Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für die Westlausitz. Wir beginnen mit den Nachrichten aus der Region. Am Sonntag wurde in Wiednitz auf dem ehemaligen Bergbaugelände das Projekt Flow umgesetzt. Dieses Projekt dreht sich ganz um die regionalen Gewässer und die Renaturierung des Geländes. Was nun genau umgesetzt wurde, haben wir nun für Sie. Am ehemaligen Bergbaugelände in Wiednitz konnten interessierte Laien jetzt etwas über Gewässerproben lernen. Julia von Gönner vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung aus Leipzig zeigt im Rahmen des Projektes Flow den insgesamt drei Gruppen, wie Proben aus den Ruhländer Schwarzwasser entnommen, analysiert und ausgewertet werden. Team 1 bewertete den Zustand und Verlauf, Team 2 untersuchte den Nitrat- und Sauerstoffgehalt und Team 3 erforschte die Lebewesen des Flusses. Das Projekt wurde hier gemeinsam mit dem Bund, Bernsdorf und Umgebung umgesetzt. Am Haus Belmsdorfer Straße 28 in der Bischofswerder Südstadt haben die seit langem angekündigten Umbau- und Sanierungsarbeiten begonnen. Im ersten Bauabschnitt werden anstelle des abgerissenen Gebäudeteils ein neuer Mehrzweck- und Kreativraum geschaffen. Generell will die Stadt Bischofswerder die Nutzung des bisherigen Kinder- und Jugendhauses B28 zu einem offenen Treff erweitern. Dazu müssen die Räumlichkeiten umstrukturiert werden. Träger des B28 bleibt der Regenbogen e.V. Ludger Westkamp ist der künftige geschäftsführende Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Die Verbandsversammlung hat ihn jetzt in Potsdam gewählt. Westkamp ist Landrat des Landkreises Oberhavel. Er löst zum 1. Januar kommenden Jahres den 68-jährigen Dr. Michael Ermrich ab, der das Amt seit 2013 bekleidet. Zum Ostdeutschen Sparkassenverband gehören auch die Sparkasse Niederlausitz in Senftenberg und die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Die Robert-Philipp-Buch- und Spielwarenhandlung in Großröhrsdorf hatte am vergangenen Samstag ein Literatur- und Straßenfestival auf die Beine gestellt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen vor allem kleine Verlage aus der Lausitz. Veranstalten Sie sich erst zum ersten Mal? Wir haben uns gedacht, dass wir einfach gerne den kleinen Verlagen, die, ich sage jetzt mal, auf keiner Leipziger Buchmesse auftauchen können, weil einfach auch die Stände enorm teuer sind oder halt bei der Frankfurter Buchmesse nicht auftauchen, eine Plattform geben und mal bekannt machen, wie reich das Verlagsleben in unserer Region eigentlich ist. Doch neben zahlreichen Büchern gab es auch ein umfangreiches Kulturangebot. Kunstliebhaber durften sich über Töpferkurse und Kunstausstellungen freuen und für die Kleinsten wurde Kinderschminken und eine Kinderlesewerkstatt angeboten. Auch ein Kurzfilmkino war Teil des Programms. Insgesamt 30 Ausbildungsbetriebe in Ostsachsen wurden für ihr außergewöhnliches Engagement bei der Nachwuchsgewinnung ausgezeichnet. Die Handwerkskammer Dresden prämierte die Unternehmen mit dem Titel Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb 2020. Die Handwerksbetriebe überzeugten dabei durch eine Ausbildung auf höchstem Niveau sowie mit besonderen Angeboten, so die Handwerkskammer. Kriterien waren beispielsweise spezielle Lehrwerkstätten, geförderte Auslandspraktika oder zusätzliche Weiterbildungskurse. Derzeit sind in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Dresden knapp 900 freie Ausbildungsstellen eingestellt. Kurz vor den Sommerferien suchen viele Handwerksbetriebe noch interessierte Praktikanten und Ferienarbeiter. Alle Infos dazu erhalten Sie unter www.hwk-dresden.de/einfachmachen. Endspurt für alle, die sich für den diesjährigen EQ-Zukunftspreis für Energie, Klima, Umwelt in Sachsen 2021 des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft bewerben wollen. Die Frist endet am 23. Juli. Der Preis zeichnet sächsische Vorhaben und Konzepte in den Bereichen Klima- und Ressourcenschutz aus.
Die Preisgelder beginnen ab einer Höhe von 2.500 Euro, aber auch ein Gewinn von 20.000 Euro ist möglich. Staatsminister Wolfram Günther glaubt an die jungen und kreativen Köpfe in Sachsen und ist überzeugt, dass auch in diesem Jahr wieder sehr viele gute und nachhaltige Vorschläge dabei sein werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eq.sachsen.de. In der Bischofswerder Südstadt ist ein neuer Garagenstandort entstanden. Errichtet wurden die etwa 50 überdachten Stellplätze von einer Firma aus Bayern, die deutschlandweit Garagenplätze entwickelt und vermietet. Bebaut wurde dafür das Areal zwischen der Turnhalle Süd und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße, das zuvor vor allem der illegalen Müllentsorgung diente. Die Stadt Bischofswerda hat bereits vor 3 Jahren beschlossen, den Weiterverkauf von Garagen auf städtischen Garagenstandorten zu untersagen. Die Anlage an der Lessingstraße wurde zum Teil privatisiert. Die Commerzbank halbiert die Anzahl ihrer Filialen in der Oberlausitz. Nachdem bereits zu Jahresbeginn bekannt geworden war, dass die Zweigstellen in Bischofswerda und Löbau dauerhaft geschlossen bleiben, so gilt dies laut neuesten Aussagen des Unternehmens auch für Zittau. Diese Filiale ist seit Beginn der Corona-Krise geschlossen und soll nicht wieder geöffnet werden. Übrig bleiben dann nur noch die Standorte Bautzen, Hoyerswerda und Görlitz. Insgesamt schließt die Commerzbank deutschlandweit bis Ende 2022 340 ihrer bislang 790 Filialen. Hauptgrund ist laut einem Sprecher der zunehmende Anteil des Online-Bankings an den Bankgeschäften. In der Gemeinde Panschwitz-Kuckau ist Bürgermeister Markus Kreuz für weitere 7 Jahre wiedergewählt worden. Am Sonntag erhielt er mit fast 83% eine eindeutige Mehrheit der Stimmen, so der Verwaltungsverband am Klosterwasser. Für die rund 1600 Wahlberechtigten stand der CDU-Mann als einziger Kandidat auf dem Wahlzettel. Insgesamt erhielt er 383 der 430 gültigen Stimmen. Deutschlandweit wird vom 26. September bis zum 3. Oktober die Interkulturelle Woche 2021 gefeiert. Ziel der jährlich stattfindenden Aktionswoche ist es, fremde Kulturen und Lebensweisen besser kennenzulernen. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz sucht hierfür noch Vorschläge für mögliche Veranstaltungen. Bis zum 15. August können Ideen und Vorschläge an die Integrationsbeauftragte Katrin Tupai per E-Mail an katrin-tupai@osl-online.de eingesendet werden. Auch die Landkreise Bautzen und Görlitz suchen noch Vorschläge für die Aktionswoche. Auf den Webseiten der Stadt Görlitz und Bautzen unter dem Punkt Aktuelles erhalten Sie alle weiteren Informationen. Die QR-Codes im Barockschloss Oberlichtenau werden gut angenommen. Seit Ende Mai informieren Sie an 34 Stationen im Garten des Schlosses über die Geschichte und wichtige Hintergründe der einzelnen Elemente. Das Lustschloss allein wartet mit gleich 5 solcher Codes auf. Umgesetzt wurde er vom Förderverein Freundeskreis Barockschloss Oberlichtenau. Wir haben im Park einen Lehrpfad des Barockgartens entwickelt. Weil mir hier aufgefallen ist, dass hier, ich sage mal, so in der Bevölkerung ja so Geschichten erzählt werden, wo ich sage, das ist alles nicht korrekt. Es gibt keinen Barockpark, es gibt einen Barockgarten. Und der natürlich nach französischem Vorbild. Und deswegen haben wir uns überlegt im Förderverein, im Freundeskreis Barockschloss Oberlichtenau, wir machen einen QR-geführten Lehrpfad. Das heißt, an 34 Stellen stehen kleine Tafelschilder mit einem QR-Code und einer ganz kurzen Beschreibung. Und wenn man das dann scannt, kommt man auf die entsprechende Seite. Und dann werden eben 34 Stellen genau beschrieben. Unter anderem gab es ja eben eine barocke Kegelbahn, es gab eine Wasserkaskade, die heute eigentlich nur noch als Bach vorhanden ist. Es gab ein Musikpavillon und viele andere Sachen mehr. Die Internetseiten sind dabei nur mit dem entsprechenden Code zu erreichen. Das Außengelände des Schlosses ist daher für jeden frei zugänglich. Der gesamte Lehrpfad mit Quiz dauert circa 1,5 Stunden. Die Wohnungswirtschaft und Bau GmbH in Bischofswerda investiert und verankert den Schiebock als Wahrzeichen weiter im Stadtbild. Ein Schiebock ist ein schubkarrenähnliches, einrädriges Gefährt und der Beiname der Stadt Bischofswerda. So wurde jetzt an den Giebeln der Häuser Neustädter Straße 42 bis 50 sowie Putzgauer Straße 20 und 22 insgesamt 3 Abbildungen von Schieböcken angebracht. Laut Geschäftsführer Andreas Wendler stammen die Entwürfe von seiner Tochter.
Doch auch in den Wohnkomfort investiert die städtische Gesellschaft. So lässt sie derzeit am Haus Ernst-Thälmann-Straße 11 bis 19 Aufzüge anbauen. Insbesondere in den oberen Stockwerken stehen laut Andreas Wendler zahlreiche Wohnungen leer. Die betreffenden Wohnungen werden derzeit saniert und können nach Fertigstellung im September neu vermietet werden. Der Deutsche Buchhandlungspreis ging in diesem Jahr unter anderem in die Oberlausitz. Eine der sechs sächsischen Gewinnerbuchhandlungen ist die Robert Philipp Buch- und Spielwarenhandlung in Großröhrsdorf. Sie erhielt am Mittwochabend einen Preis in Höhe von 7.000 Euro. Gefeiert wird dann am Wochenende beim Literaturstraßenfest, welches von der Buchhandlung organisiert wird, mit Kunsthandwerk und Live-Musik, Lesungen und Autorengesprächen. Besonders Lausitzer Verlage sollen eine Plattform bekommen, sich ihren Lesern zu präsentieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter rp-bus.buchkatalog.de/Veranstaltungen. Am Mittwoch haben Landwirte mit Kerzen vor dem Sächsischen Landtag in Dresden demonstriert. Grund dafür war der Wolf. Durch seinen besonderen Schutz breite sich dieser immer weiter aus und reißt immer mehr Nutztiere. Die Landwirte fordern nun, dass der Wolf mit anderen Tieren gleichgestellt wird. Auch am heutigen Donnerstag planen die Landwirte wieder eine Demonstration. Im zuständigen Ausschuss des Landtages findet eine öffentliche Anhörung über den Wolf statt. Die Gemeinde Großharthau will in Zusammenarbeit mit einem Investor ein drittes Wohngebiet erschließen. Grund dafür ist die zunehmende Beliebtheit des Ortes bei Bauherren. Die Erschließung des neuen Wohngebietes beginnt im Herbst dieses Jahres. Es soll hinter der Malzfabrik entstehen. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 650 und 750 Quadratmetern. Interessierte Bauwillige können sich bei der Gemeindeverwaltung in Großharthau melden. Am Brackenweg in Schwebnitz haben Polizisten am Montagabend einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 20-jährige Pole konnte auch keinen Führerschein vorlegen. Zeugen meldeten zunächst einen brennenden PKW im Ort. Es waren allerdings lediglich die Bremsscheiben des Nissan, die qualmten. Tests beim Fahrer ergaben fast 1,5 Promille sowie den Konsum von Amphetamin. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Junge gar nicht erst, jetzt hat er mehrere Anzeigen. Nach einem Waldbrand am Sonntagnachmittag zwischen Soland und Neudorf bittet die Polizei um Mithilfe. Eine gerodete Waldfläche, auf der noch Reisig lag, brannte auf etwa 30 Quadratmetern. Die Feuerwehr löschte das Areal ab. Als Ursache konnte sie Selbstentzündung ausschließen. Die Kripo sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen das Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591 3560 oder jede andere Dienststelle entgegen. Mitarbeiter eines Geschäfts am Siedlungsweg in Kamenz haben am Dienstagabend einen 35-Jährigen beim Stehlen erwischt. Der Algerier hatte Waren im Wert von knapp 30 Euro in seinen Rucksack gepackt. Als eine Mitarbeiterin ihn darauf ansprach, ergriff er die Flucht, konnte aber kurz darauf von der Streife gestellt werden. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Bald rollt der Kunstbus wieder durch die Lausitz. Bis es allerdings soweit ist, stellen wir Ihnen noch alle Stationen im Detail vor. Heute zeigen wir Ihnen die Krabbertmühle in Schwarzkolm. Die wohl bekannteste aller sorbischen Sagen ist wohl die des Zaubermeisters Krabbert. Der ärmliche Junge, der zum Zaubermeister wurde und dem schwarzen Müller Einhalt gebieten konnte. Diese Sage wird in der Krabbertmühle in Schwarzkolm erlebbar gemacht. Überall sind Gegenstände, die Besucher aus den Filmen über Krabbert kennen oder gar eine Originalrequisite waren. Doch auch andere Kunstschätze sind in der Mühle verteilt und für den Laien nicht immer sofort erkennbar. Deshalb gibt es für Interessierte, die im August mit dem Kunstbus in die Krabbertmühle kommen, eine besondere Führung. Jeder, der ankommt, bekommt auch erstmal sozusagen eine kleine Karte mit einem Geländeplan, sodass klar ist, wo etwas auf jemanden wartet. Und dann ist natürlich auch der schwarze Müller, der Hausherr der Krabbertmühle hier, und der nimmt gerne die Leute mit
auf eine Führung rund zu Kunstobjekten, die wir hier im Hof haben und die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick tatsächlich zu sehen sind, sondern sich auch teilweise in den Gebäuden verstecken, also nicht nur auf dem Platz sind und die vor allem von regionalen Künstlern und von den freireisenden Wandergesellen, die ja auch hier sehr gut zu Hause sind, angefertigt wurden. Am Sonntag gibt es dann die Möglichkeit, etwas über sorbische Trachten zu lernen. Der Verein Stubdale aus Dresden hat etwas ganz Besonderes für die Gäste geplant. Einmal eine tatsächlich Trachtenankleidevorführung, die auch nicht im luftleeren Raum steht, sondern natürlich werden die Trachten angezogen, weil im Anschluss eine Aufführung geplant ist. Und wer dann nach der Aufführung gerne noch bleiben möchte, darf auch sich eine Lesung der Krabbazage in obersorbischer Sprache von den Kindern vorgetragen anhören. Am Ende der Tour wartet auch noch ein besonderes Erlebnis für die Reisenden, die mit den letzten beiden Kunstbussen zur Mühle kommen. Da wollen wir dann nämlich die letzten beiden ankommenden Busse zu einer literarisch-atmosphärischen Runde auch abseits des Krabbertmühlengeländes entführen. Wir werden uns da am Wendentor treffen, die Besucher in Empfang nehmen und dann entführen Richtung Teich. Das ist so von mir aus gesehen jetzt in die linke Richtung. Und da wird es dann ja der Atmosphäre entsprechend um Sagen gehen, um mystische Dinge, Inhalt wollen wir auch noch nicht ganz genau verraten, weil es ja auch spannend bleiben soll und wie gesagt dazu beitragen soll, auch mal die Mühle ein bisschen anders zu erleben, Krabbert anders zu erleben, auch für den, der vielleicht selber schon mehrmals hier vor Ort war. Der Anlass für die Führung an den See ist nicht allein der Kunstbus Lausitz, sondern die Tatsache, dass jetzt auch wieder die Krabbert-Filmnächte stattfinden. Wer nach der Wanderung also noch Lust hat, kann am Abend noch im Ambiente der alten Mühle entspannt einen Film genießen. Das war unsere Regionalzeit für die Westlausitz. Die nächste Ausgabe folgt in einer Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.